Der Frühling ist die perfekte Zeit, um eine neue Rasenfläche anzulegen. Und welche 5 Schritte dabei beachtet werden müssen, das erzählt Annette uns jetzt. Wir haben ja jetzt ja vorhin schon die Fläche zusammen markiert, in der wir das Ganze austesten wollen. Was ist der erste Schritt, den wir machen müssen? Als erster Schritt, egal wie groß oder klein die Fläche ist, sollten wir eine Bodenprobe nehmen und den pH-Wert des Bodens bestimmen. Warum ist das sinnvoll? Um zu gucken, ob der pH-Wert für die Rasengräser, die hier ja wachsen sollen, okay ist. Mhm. Falls er nicht okay ist, wenn der Boden zu sauer ist, dann müssten wir noch aufkalken. Okay, wie nimmt man denn so eine Bodenprobe? An verschiedenen Stellen, also hier reichen 3 Stellen. Dann nehmen wir hier mit der Hand ein bisschen in diesen Topf. Gut, dann misch das mal ein bisschen durch. Mach's schön feinkrümelig. Ich krümel das da mal so rein. Also 1 Zentimeter hoch. Okay. Ich fülle jetzt hier, das ist destilliertes Wasser. Oh, ist ja vorbei. So. Okay, jetzt haben wir es bis 35 mm aufgefüllt. Mhm. Genau, jetzt kommt noch hier das Pulver dazu. Das Pulver kommt da komplett rein? Das kommt da komplett rein. Das ist praktisch so ein Portionsbeutel. Mhm. Also 3 Minuten soll man es dann stehen lassen. So, Korken ist drin, jetzt ordentlich schütteln. Jo. Welche Farbe möchte ich denn von denen am liebsten haben für den Rasen? Also am liebsten hier dieses türkisfarbene. Mhm. Es sollte zwischen grün und diesem türkisfarben sein. Okay. So, 3 Minuten später und hier oben hat sich so ein kleiner farbiger Rand abgesetzt. Ich halte mal ran. pH 7, das ist neutral. Genau. Was sagt uns das dann jetzt über den Boden? Dass wir nicht zu kalken brauchen. Weil der Boden an der Grenze ist für den Rasen. Also der würde diesen schwach-sauren pH-Wert am liebsten mögen. Jetzt sind wir aber schon bei neutral. Er sollte nicht noch basischer werden, sondern eher sauer. Man kalkt auf, wenn wir jetzt festgestellt hätten, der pH-Wert ist hier bei dem Grünen, also bei richtig sauer oder sogar bei pH 4 stark sauer. Okay. Dann müssten wir den Boden erstmal aufkalken, damit die Rasengräser gut wachsen können. Also wenn man kalkt, ohne den pH-Wert festgestellt zu haben, dann verschlimmert man die Situation eher, als sie zu verbessern. Das heißt, wir kalken nicht. Was ist dann jetzt der nächste Schritt? Wir haken jetzt noch mal gut durch und sammeln Wurzelreste und Steine raus. Okay. Also das hier sind so grobe Teile, die auf jeden Fall raus müssen, ne? Also Wurzeln können ja auch wieder austreiben, je nachdem, was es ist. Und das wollen wir auf der Fläche ja nicht haben. Und die Gräser sollen eben auch möglichst gute Konditionen haben, um zu wachsen. Ja. Annette, wir haben ja hier nur so ein paar wenige Quadratmeter. Was mache ich denn dann jetzt, wenn ich 160 Quadratmeter Fläche habe, die ich bewirtschaften muss? Mache ich das dann auch per Hand, weil das ist ja doch sehr mühselig. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ja. Entweder einen Profi machen lassen oder sich zumindest eine Fräse ausleihen. Mhm. Kann man ja im Baumarkt machen, das ganze Equipment. Und dann eben durchfräsen und abhaken. Okay, also der Boden ist durchgehakt und das Gröbste ist rausgesammelt. Was ist denn jetzt der nächste Schritt, den wir machen müssen? Jetzt bringen wir noch Bodenverbesserer aus. Der verbessert die Nährstoff- und Wasserhaltefähigkeit des Bodens nochmal. Mhm. So dass er, wenn es wieder so einen heißen Sommer gibt, die Rasengräser einfach mehr Wasser zur Verfügung haben. Ja. Das lohnt sich auch, das einzuarbeiten. Hier sind 5 Kilo drin. Bei einer Neuanlage soll man 500 Gramm auf einen Quadratmeter ausbringen. Okay. Das heißt, die Hälfte der Packung verteilen wir hier jetzt mit der Hand. Also man könnte das auch mit dem Streuwagen machen, aber da die Fläche so klein ist, machen wir das jetzt mal ein bisschen locker hier drüber. Und dann kommt noch eine Schicht Rasenerde drauf.
Und die bringen wir jetzt so auf wie den Bodenverbesserer? Genau, da brauchen wir nur relativ dünn auszubringen. Die Rasenerde sieht ja jetzt so gar nicht nach Blumenerde aus, wie man das kennt. Die ist ja eher so grobkrümelig. Die ist ja jetzt ganz fein. Genau. Was ist denn da jetzt der Unterschied zu der Blumenerde? Die ist, wie du schon gesagt hast, viel feinkrümeliger und es ist noch Sand mit drin. Und Kohle, auch um die Wasserhaltefähigkeit des Bodens nochmal zu verbessern, auch ein bisschen oberflächlicher und durch den Sand die Bedingungen für die Rasengräser einfach gut machen. So, auch wieder einen Haken. Auch wieder so tief oder jetzt eher oberflächlich? Eher oberflächlich, okay. Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Fläche möglichst eben haken. Die Rasenerde, die ist auch super geeignet, wenn du Löcher im Rasen flicken willst. Ne? Wenn der Hund mal wieder gebuddelt hat und da ist dann ein Loch, dann kann man die gut zum Auffüllen nehmen und dann Rasen nachsehen an der Stelle. Okay, nächster Schritt. Wir legen hier jetzt ein Brett drüber, gehen einmal leicht drüber, dass der Boden ein bisschen gefestigt ist und dann sehen wir aus. Okay, und du hast hier so eine lange Planke mitgebracht. Genau, also Brett können wir bei so einer kleinen Fläche ganz gut machen. Bei einer großen Fläche sollte man es mit einer Walze machen. Die kann man sich auch ausleihen. Also ein bisschen andrücken, ne? Okay. Jetzt nicht richtig festtreten. Nicht drauf springen auf das Brett. Nein. Na? Die Fläche ist jetzt platt gemacht. Was gibt es denn jetzt beim Rasen zu beachten? Muss ich da auf eine bestimmte Sorte achten oder kann ich einfach den nächstbesten Rasen im Baumarkt holen? Natürlich nicht. Also sollte schon auf ein paar Sachen achten. Das sind immer Mischungen. Also es ist nicht nur eine Grasart drin, sondern eine Mischung. Hier habe ich jetzt Licht und Schatten ausgewählt. Das heißt, der Rasen wächst sowohl in der Sonne als auch im Schatten. Dann solltest du noch darauf achten, dass es zertifiziertes Saatgut ist und einen Euro mehr ausgeben als zu wenig und sich dann anschließend zu ärgern. Hier ist auch noch so ein Therapreta-Mix drin, der auch eben nochmal dafür sorgt, dass das Wasser und die Nährstoffe gut gehalten werden und der Rasen eben gute Startbedingungen hat. Ich merke schon, Wasserspeicherfähigkeit ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, wenn wir über das Thema Rasen sprechen. Ja, weil der Rasen eben sehr schnell leidet, wenn er zu trocken ist, wenn es zu wenig regnet und dann ist er braun und nicht grün. Und wir wollen ja grünen Rasen haben. Wie streue ich den jetzt am besten aus? Also theoretisch kann man das mit der Hand aussehen. Da ist es aber gut, wenn man Erfahrung hat. Also es gibt diesen, die ich jetzt noch nicht habe, locker aus dem Handgelenk Wurf. Und wie gesagt, Leute, die Erfahrung haben, können das auch so machen. Besonders wenn es so eine kleine Fläche ist. Ich habe hier aber einen Streuwagen mitgebracht, in den wir den Rasensamen reinschütten und dann gehen wir hin und her, streuen eine Schicht aus, dann wechseln wir die Richtung, also dass man praktisch so ein Überkreuz sieht. Okay. So. Ran an die Aussaat. Genau. Gut, dann kannst du jetzt losfahren. Aber eher zügiger? Zügiger, okay. Jetzt nach dem Verteilen müssen wir die Samen noch einhaken? Nein. Rasensamen oder Grassamen sind Lichtkeimer, die brauchen nicht abgedeckt zu werden. Das heißt, der Schritt ist fertig. Was ist unser letzter Schritt? Wir drücken das nochmal an mit dem Brett, wie wir es vorhin auch schon mal gemacht haben, gießen noch und dann sind wir fertig. Dann los! Das heißt, es ist jetzt geschafft? Fast. Es muss jetzt nur angegossen werden, aber für heute Nacht ist wieder Regen angesagt. Kräftiger Regen, deswegen lassen wir das so. Wenn es eben nicht regnen soll, müssten wir es jetzt noch angießen, am besten mit dem Schlauch. Okay. Und wässern und ganz wichtig, kontinuierlich feucht halten.
Okay. Weil wenn der Samen gekeimt ist, schon gekeimt ist und trocknet dann aus, dann ist Feierabend. Also dann, treibt er nicht nochmal aus. Muss man von vorne anfangen. Genau. Also wir wissen jetzt, Bodenvorbereitung ist alles für einen super schönen grünen Rasen im Sommer. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Einen Tipp habe ich noch für euch. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.